Hey Leute aus dem Karf Samstag und willkommen zu einem neuen Video über den Flug nach Japan. Klar, vielleicht habt ihr schon vor fast 2 Wochen das Video gesehen, also über die Besprechung über den Flug nach Japan Teil 2 mit Namen gesehen. Hoffentlich habt ihr es gesehen, denn da haben ganz viele Informationen, der hat alles beantwortet. Manche waren ein bisschen krickelig, aber das ging ja auch schon. Und bis jetzt um 5 Uhr ist er schon auf Platz 1. Und deswegen war es unglaublich, dass er schon in der Spitze war. Und viel besser als der zweite Platz. Also ging ganz gut. Deswegen habe ich ja schon seit 3 Tagen schon die Untertitel fertig gemacht, sowie auch mit den 62 Sparen auch noch dazu gestellt und könnt ihr alles zuzocken. Und das wäre es auch alles mit den alles mit Bearbeiten. Jetzt wollte ich euch mal erzählen, was wir auch noch beim Japan-Flug machen wollten. Also das erste wäre auch noch, wann wir fliegen und wann es endet. Klar, wir fliegen ja im Juli los, ne? Falls nochmal die Einschränkungen jetzt für Touristen jetzt gelockert ist. Also das werde ich mal hoffen. Und zwar werden wir ab dem 4. Juli bis zum 22. Juli fliegen. Oder auch vielleicht bis zum 23. Aber mal schauen. Und da fliegen wir. Also ich werde euch gleich mal den Flugticket auch mal zeigen. Also der ist jetzt, also teuer ist er zum Glück nicht. Also eher nur mittelmäßig. Aber für 4 Personen ist schon relativ viel. Aber ich hoffe mal, es werden noch hinkriegen. Und mal gucken, ob das meistens schönes Wetter kommt. Ab und zu mal 3 Tage bis 4 Tage Regen kommt, aber wir hoffen, dass es hinkriegen kann. Ne? Als nächstes die 3 Challenges. Also ihr könnt jetzt schon jetzt mal in die Kommentare schreiben. Und was ich noch dazu noch in den Japan-Urlaub machen werde. Also die 3, die ich auch noch beim Besprechung über den Flug nach Japan erzählt habe, also das könnt ihr mal entweder unten auf die Kommentare, also oder auf die Beschreibung sehen oder oben auf das i. Und da seht ihr auch noch mal nicht nur auch den Flugkosten oder wie die Einschränkungen entwickelt hat und so weiter, sondern auch noch die Challenge-Ideen. Also das erste wäre 50 Kilometer durch Tokio fahren mit dem Einrad. Also 10 Stunden habe ich dafür Zeit, ungefähr, und wie ich es schaffe, das sollte auch machbar sein, also es sollte kein Problem sein, nicht mit Befragung und so weiter. Das zweite wäre, das ist Jonglage ohne Fehlern durch die Straße zu laufen, und das sollte ich hier so frühestens im Mittel Juli machen, also ein bisschen später, denn sonst die Überraschung futsch. Und das letzte, das kann kompliziert werden, auch noch für Nam, der Mitflieger auch noch kann ein bisschen Schwierigkeiten haben, einen J-Pop-Mitglied kennenlernen. Also wir müssen es nochmal etwas auf einen guten Rahmen bekommen, aber wenn wir es für einen guten Rahmen bekommen werden, werde ich auch noch das machen. Also wenn ihr auch diese 3 Challenges so ähnlicherweise zu mir schickt, dann kann ich euch mal, wenn ich dafür Zeit habe, machen. Egal auf J-Pop, egal oder auf Einrad oder Jonglage, so eine ähnliche Art könnt ihr auch noch dazu schicken. Ne? Ja, mal gucken, wie ihr geschrieben habt. Also viele Challenge-Ideen habt ihr vielleicht jetzt nicht, vielleicht schätze ich mal, aber mal gucken. Und falls es sich jemand noch geschickt hat, also die Challenges-Ideen geschickt hat, werde ich mal am Ostersonntag nach dazu noch beitragen. Und bei der nächsten Besprechung über den Flug nach Japan mit Nam, der wird am Mitte Mai kommen, also frühestens in einem Monat. Also ein Monat dauert ja nur halb so lang, aber das könnt ihr auch schon aushalten, oder? Ja, könnt ihr auch schon, ne?
Naja, mal gucken, wie es so noch darauf ändern wird. Also schönes Wetter sollte unbedingt vorkommen. Hitze so maximal 30 Grad Celsius. Und mal gucken, wie sich ändert. Und wir hoffen mal mit sich, bitte betet auch noch für Glück, da wir nach Japan reisen. Aber das ist jetzt gelockert für Studenten und arbeitende Leute auch noch freigegeben ist. Muss es auch noch die touristischen Einreisepässe auch noch gelockert werden. Denn sowas soll wichtig werden. Und dass ich euch alle versprochen habe, ist nicht, ist es überhaupt sehr schlimm. Denn ich habe schon sechs Leute versprochen, dass ich nach Japan fliegen werde. Und bitte hofft dazu, dass ich das schaffen werde. Ja. Dann, hier seht ihr auf dem iPad, ich habe hier Expedia und ihr könnt auch Booking.com sehen, aber Expedia sehen wir am besten. Also auf jeden Fall Flug von Hamburg Richtung Tokio Haneda und die Daten, also wir haben jetzt den 6. April und dann gehen wir mal weiter. Also auf jeden Fall sollte es zwischen den 14. und 15. Mai die nächste Besprechung mit Nam sein. Auch noch über, wie sich jetzt die Lage jetzt geändert hat, wie seine Meinungen über seine Challenges hat, die er noch nicht beantwortet hat, und auch noch wahrscheinlich auch noch die neuen Ideen über meine Challenge für die Japan-Reise. Ja, wir zoomen es mal rein. Also im Juni geht es ja schon los mit dem Sommer und auf jeden Fall hat hier schon Nordrhein-Westfalen Ferien. Bei uns im Norden ist es in diesem Bereich. Und Niedersachsen ab diesem Bereich. Also auf jeden Fall fliegen wir ab dem 4. Juli bis zum 22. Juli. Das wäre schon am besten 23. Wahrscheinlich müssen wir mal gucken. Das wäre nur so ein 2,5 wöchentliches Japan-Reise und so sieht die Datei aus. Also vier Personen, also drei Erwachsene und einen Jugendlicher, also ich, 14-Jähriger und für Economy. Dann, wenn wir uns das anschauen, also der Flug sollte eigentlich mal von Hamburg nach London sein und dann nach Tokio. Also das werde ich euch zeigen und für den Rückflug von Haneda nach Paris und dann nach Hamburg. Also hier ist das. 7 Uhr bis 5:35 Uhr, also ziemlich früh. So, jetzt kann man es am besten sehen. Und das der Kosten. Also weiß man nicht richtig gesehen habe, das werde ich euch mal zeigen. Also das nochmal der Flug, falls ihr es vergessen habt, weil vorhin konnte man ihn ja nicht sehen, also ich zoome mal ein bisschen mal ab. So, also den Flug an mit Japan Airlines und Handgepäck bis zu 23 Kilo. Geht auch schon. Und nur noch den Flugplan, also 7 Uhr geht der Flug schon los, also da muss ich um 2 Uhr nachts aufstehen. Dann kommt der Mitflieger um 3 Uhr nachts ungefähr oder 3:15 Uhr und bringt mich so um 4 Uhr morgens im Flughafen und 5, 6, 7, da sind wir 3 Stunden vor dem Abflug fertig. Ne? Und da kommen wir auf London, aber das ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir bräuchten doch nicht 45 Minuten für den Flug. Dann nach London, 9 Uhr mit Japan Airlines und um 5:35 Uhr sind wir angekommen. Also 1082 Euro pro Person. Das sollte doch passen, ne? Also ich kann jetzt zwar den Flug kosten, da will ich später pleite, aber mal gucken, ob ich das schauen kann. Hier ist es ein bisschen günstiger, denn also der obere, da fliegen wir den Stopp nach Paris müssen wir lange warten, aber für den Zwischenstopp, aber der ist viel günstiger. Wir müssen nichts extra zahlen.
Und wir kommen um 10:30 Uhr abends zu Hause. Also 10:40 Uhr, also schon früh. Ich dachte schon um 11 Uhr, aber das war nix. Dann wäre 16:15 Uhr in Paris sind wir angekommen. Zwischen 4,5 Stunden hört sich lang an, damit wir um 20:50 Uhr in Paris abfliegen und dann um 10:30 Uhr ankommen. Also insgesamt Kosten 4.335 € für Hin- und Flug und für Hin- und Flug und Rückflug für 4 Personen. Ja. Dann mal gucken, ob mein Wunsch in Erfüllung geht. Also ich hoffe es natürlich. Und wir sehen uns euch mal morgen am Ostern Sonntag. Vielleicht habt ihr schon ein paar Ideen über den Flug nach Japan Challenge. Also ihr könnt mir in die Kommentare jetzt schicken über meine Challenges. Also ich kann schon höchstens zwei weitere Challenges machen, falls ich Zeit habe. Und bitte mach eine ähnliche Art, sonst werde ich ein bisschen durcheinander. Dann bis morgen, Leute.